Neue Woche, neues Heimspiel und als Ergänzung und Fortsetzung des nächsten Males. Der Konsti hat sich den Chris gewünscht. Hier ist er. Vor dem Spiel gegen Berlin sprechen wir eben entsprechend mit Chris von Fintel. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Wir haben morgen ein weiteres Topspiel nach dem Kreisheim-Duell-Derby letzte Woche. Wichtiger Sieg für uns. Morgen das nächste Spiel gegen einen starken Gegner. Wie ist eure Herangehensweise und deine Erwartungshaltung ans Spiel? Ja, die Saison läuft ja super für uns. Also wir spielen, ich denke, sehr guten Ludwigsburger Basketball, sehr intensiv. Deswegen ist für uns ja Herangehensweise wie jede Woche. Wir können jedes Team schlagen. Wir bereiten uns auf den Gegner gut vor und schauen genau, wo die Stärken liegen. Ich denke, Alba spielt uns da auch ein bisschen in die Karten, wie wir spielen wollen. Wir wollen eben die Transition Offense des Gegners, ja, dass sie halt schnell spielen können, ein bisschen unterbinden. Und Alba lebt davon, jetzt schon seit einigen Jahren, besonders seitdem Coach Aito da ist. Und also ich denke, jeder in der Mannschaft geht so ran, dass wir Alba schlagen können. Wir wissen, dass es ein starker Gegner ist und es ist ein Euroleague-Team. Deswegen wird es eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Apropos Euroleague-Team, am Donnerstag hat Berlin in Athen gespielt, Double Overtime, durchgehen müssen. Du hast es auch schon gemacht, wenn auch vielleicht nicht in Athen, aber die Erfahrung als Sportler danach, wenn man direkt in den Spielrhythmus kommen muss, wie schwer sind die Beine? Ja, es ist schon enorm. Also ich meine, es sind ja nur 10 Minuten effektiv mehr Spielzeit, aber so eine Double Overtime tut schon weh. Also ich denke, die Spieler werden schon sehr müde sein, aber Alba ist ein sehr professionelles Programm, eine sehr professionelle Mannschaft. Alle Spieler denke ich, wissen, was sie zu tun haben, um ihren Körper zu regenerieren und fit hier am Sonntag anzukommen. Fit ankommen ist das eine. Die Auswärtsfans sind sicherlich auch vorhanden. Die Mehrheit ist aber in Ludwigsburg und trägt entsprechend unsere Farben am Sonntag. Die MAP Arena ist unser Wohnzimmer. Zum zweiten Mal in Folge wird es ausverkauft sein. Eine Situation, die wir beispielsweise in der letzten Saison nur ein einziges Mal hatten. Wie viel Push gibt es dir persönlich und euch als Mannschaft mit, wenn die Halle nicht nur voll ist, sondern auch bis unter das Dach befindet? Ja, das ist riesig. Also es ist vielleicht so ein bisschen schwer vorzustellen, aber wenn du als Spieler dann auf das Feld trittst und dich warm machst und dann siehst du, wie sich die Halle immer mehr füllt und dann merkst du so, das Spiel fängt so an und das ist immer schon so ein Kribbeln, auch als Spieler überhaupt. So. Und dann siehst du dich um und wenn dann halt so ein ganzer Block frei ist, ist halt schon nochmal was anderes, wie wenn du siehst, oh wow, die sind wirklich bis ganz oben und die sind ready. Und das gibt nochmal, gerade so zu Beginn des Spiels, nochmal einen extra Push, aber auch halt im Laufe des Spiels merkst du einfach nochmal eine ganz andere Stimmung, weil ich meine, so eine Halle ist ja auch so aufgebaut, dass sich eben so eine Dynamik aufbaut, wenn jeder Platz besetzt ist. Und das gibt eben auch in Phasen, wo es nicht so gut läuft oder wo es gerade besonders gut läuft, wo halt die Fans richtig mit einsteigen. Das ist ein extra Push, der ist enorm. Also das kann man nur schwer beschreiben, wirklich. Jemand, der ohnehin ein Energiebündel vor dem Herrn ist, der sich selber pusht, ist natürlich besonders gut. Gleichzeitig ist es so, egal ob man dich jetzt beim Warm-up sieht, also sicherlich sind da alle engagiert dabei, aber Engagement auf einem anderen Level ist bei dir der Fall. Die Energie, die du schon aus der Kabine mitbringst, nimmst du die von deiner Familie, schlummert die in dir in einem unbegrenzten Reservoir, wo kommt die her? Also ich nehme die natürlich auch von meiner Familie, weil meine Kinder auch so sind, aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen davon, dass das eben von mir so ein Urgefühl ist. Also ich habe das schon immer, bin schon immer sehr energiegeladen gewesen und es ist eben auch eine Sache, die mich irgendwie durch meine ganze Karriere gezogen hat, deswegen es ist nicht immer direkt da, sondern ich muss das natürlich auch manchmal hervorrufen in mir, aber es ist eben auch so eine Sache, in der ich mich halt sehr, sehr sicher fühle. Und deswegen fällt mir das eigentlich relativ leicht, weil ich halt weiß, dass es sich gut anfühlt und dann merke ich noch, wie es andere Spieler mitziehen kann und dann ist es eben was, was mich auszeichnet, was für mich auch so naturell ist, wenn man das so sagen kann. Ja. Wenn du sagst, hervorkitzeln diese Energie in mir, was machst du? Da gibt es gar nichts Spezielles. Also ich versuche einfach, jeder Sportler hat, glaube ich, so ein bisschen so seinen Rhythmus, den er so vorm Spiel so abzieht und dann, wie ich gerade gesagt habe, dann kommen eben so kleine Sachen dazu, du schaust dich mal um, du siehst irgendwelche Leute, die dir besonders am Herzen liegen in der Tribüne oder du siehst eben auch die ganze Menge, die auf einmal auch langsam dieses Kribbeln schon spielt für Spiel. Und dann kommt das fast von alleine. Ja, also bei mir ist es wirklich der Rhythmus, dass ich sage, okay, ich mache jetzt hier genau meinen Warm-up, so wie ich das immer mache. Und dann kommt halt diese, wenn sie manchmal vielleicht noch nicht auf 100% ist, geht die Game-Time schon ganz schnell 100%ig hoch. Und dann ist es spätestens, wenn das Spiel losgeht, ist sie definitiv ganz da. Das ist bei dir ganz offenkundig. Jetzt ist es natürlich so, deine Rolle, ob das jetzt als Energiebündel ist, in der Starting Five, von der Bank kommend, mit Field Defense und Gefahr aus der Ferndistanz, mal mehr Spielzeit, mal weniger Spielzeit. Das ist klar, das ist deine Rolle. Die variiert aber natürlich von Spiel zu Spiel, weil sie extrem abhängig ist, auch vom Spielverlauf.
Wie gehst du damit um? Weil irgendwie dich pushen und trainieren, dann tust du ja die ganze Woche. Mal sind die Spielanteile größer, mal weniger. Wie, ja, was machst du damit? Ja, ich freue mich natürlich, wenn ich viele Spielanteile habe, aber genauso weiß ich auch, was meine Aufgabe hier im Team ist. Ich weiß ganz genau, dass, wie du gerade gesagt hast, dass es eben vielleicht nicht immer so 100% gebraucht wird gerade. Deswegen versuche ich einfach immer 100% bereit zu sein auf der Bank. Und ja, wenn die Chance kommt, versuche ich sie zu nutzen. Aber für mich ist das, ja, wie soll ich sagen, für mich ist das jetzt nicht besonders schwierig, wenn ich jetzt mal weniger Spielanteile habe und mal mehr. Ich freue mich, wenn ich mehr habe. Aber ich freue mich am meisten, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Und wenn das halt mal wenig ist und ich kann der Mannschaft in der wenigen Zeit gut helfen, dann bin ich zufrieden. Und wenn es mal viel ist, dann freue ich mich natürlich auch, aber es geht darum, der Mannschaft zu helfen, definitiv. Der Mannschaft helfen, weitere Siege einzufahren, das ist eine gute Sache. Jetzt hast du es schon gesagt, der Saisonstart ist ja allgemein bekannt, er war durchaus sehr zufriedenstellend. Jetzt, klar, wir wollen am Sonntag gegen Berlin gewinnen, allerdings natürlich auch die kommenden Wochen werden so ein bisschen zeigen, wie viel der diese gute 6:1 Startbilanz wert ist, wenn wir danach noch gegen Würzburg und Braunschweig spielen. Was sind denn so deine Erwartungen jetzt nicht nur für morgen, für Berlin, sondern auch für die nächsten Wochen? Ja, also meine Erwartungen sind, dass wir weiter so basteln spielen, wie wir spielen, weil letztes Jahr, glaube ich, war es auch ein bisschen unglücklich, zum Beispiel, wenn ich das mal ganz kurz vergleichen kann, weil wir hatten dann eben so eine Negativserie, wo wir halt nicht so gut gespielt haben und dann kam auch so ein bisschen das dazu, dass wir eben da nicht rauskamen, dass wir halt nicht wieder geschafft haben, unseren Basketball zu spielen. Und für mich ist gar nicht jetzt so wichtig, dass wir jetzt unbedingt jedes Spiel gewinnen müssen. Natürlich möchte ich jedes Spiel gewinnen, aber ich glaube, wenn wir so spielen, wie wir spielen können, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance, jedes Spiel zu gewinnen. Und manchmal sind eben andere Faktoren spielen eine Rolle, wenn der Gegner jeden Wurf trifft, da kannst du manchmal so gut verteidigen, wie du möchtest, dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Aber wenn wir wirklich schaffen, unseren Ludwigsburger Charakter das ganze Jahr durchzuziehen oder besonders auch die nächsten Spiele, die sehr, sehr wichtig sind bis Weihnachten, dann denke ich, haben wir sehr, sehr gute Chancen, den Saisonstart so weiterzuführen, wie wir es jetzt gut angefangen haben. Weihnachten ist ein komplett anderes Thema, was sich natürlich aber auch immer mehr Ja, bahnbricht. Wenn wir mal klar. den Coach und die Kollegen da alle ausblenden, dein absolutes Go-To-Essen, was jetzt nicht zwangsweise für den Profisportler dauernd an der Tagesordnung ist, aber in der Weihnachtszeit manchmal gönnen darf. Ich habe es tatsächlich das erste Mal hier gegessen und fand es mega gut. Das war so Stockbrot mit Nutella. Ich kannte das nicht und ich stand da an mit Fille und dann haben wir uns das geholt und das war echt super lecker. Also wir hoffen natürlich, dass das Stockbrot du dir in den nächsten Wochen durchaus das ein oder andere Mal gönnen kannst, weil der Erfolg dafür spricht, dass du dir auch neben dem Parkett vielleicht die ein oder andere Auszeit gönnen darfst. Zum Thema keine Auszeit gönnen, ich habe es ja vorhin gesagt, auch wenn Ensinger mit, der Spieler, der davor da war, darf sich seinen Nachfolger wünschen. Wen wünschst du dir denn? Es muss ganz klar der Hansi sein, ja? Hans Brase. Ich würde mich sehr freuen, wenn er hier steht und mit seinem leicht gebrochenen Deutsch vielleicht ab und zu mal so einen kleinen grammatikalischen Fehler einbaut. Das finde ich immer ganz witzig. Bist du gehässig? Ich nicht, vielleicht ein bisschen. Eigentlich nicht, nein, aber ich finde das immer ganz geil, wenn Hans so ab und zu mal so einen Satz sagt. Also wir lachen einfach gern zusammen darüber, glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich zusammen. Ja, dann hoffen wir, dass wir da zusammen uns drüber freuen können, über Hans beim nächsten Mal und morgen natürlich über den Sieg. Danke dir und mit Vollgas dann zum siebten Sieg im achten Spiel. Auf geht's.